Schlagerlady Bettina und Ehemann Rüdiger sind mit ihrem neuen Silo-Truck auf Jubiläumstour. Vor genau 10 Jahren hatten beide ihre erste gemeinsame Fahrt. Und jetzt befinden sie sich auf der A1 Richtung Bremen, um in Elsfleth eine Ladung Bentonit abzuliefern. Ja, ich hab's hier mal gegoogelt. Die Firma schließt demnächst 14 Uhr. Wie, die machen schon um 14 Uhr zu? Das ist jetzt ein Witz, oder? Die habe immer nur bis 14 Uhr auf und freitags bis 11 Uhr. Was? Das kann doch wohl nicht sein. Welche Firma macht um 14 Uhr zu? Ich habe jetzt noch 110 Kilometer vor mir. Also mein Navi sagt, ich komme um 15.05 Uhr erst an. Das ist ja gar nicht machbar, hallo? Aber wir müssen auf jeden Fall hin, denn ihr Material geht aus und... Sind Sie selber schuld. Bentonit ist feinste Mineralerde, die sowohl in der Bautechnik als auch für Kosmetik verwendet wird. Also wenn wir heute nicht mehr abladen können, ja, dann stehen wir den Rest vom Tag rum, verpassen die Anschlusstour und müssen das zweite Mal die Tour einfach umschmeißen. Es ist echt zum Kotzen. Ja. Also es ist zum Kotzen und mir fehlen die Worte. Dann hättest du Zeit zum Grillen, ne? Das ist das einzig Positive. Dann hätten wir Zeit zum Grillen. Und kriegst genug Schlaf heute Nacht. Ah, auf jeden Fall. Ja. Sei froh, dass wir gestern duschen konnten, wenn wir eh nicht dazukommen, wenn wir irgendwo stehen. Heute können wir nicht duschen, ne. Heute gibt's eine Katzenwäsche. Außer der Pförtner lässt uns irgendwo neu. Du lässt dann weibliche Scham spielen. Monst? Ja. Ich weiß nicht. Ich schick dich vor. Gestern Abend haben die beiden im münsterländischen Ennigerloh Kalk entladen, in Gelsenkirchen ihr Silo ausgewaschen und die Nacht in Marl verbracht, wo sie heute Morgen das Bentonit geladen haben. Mit dem sind sie nun unterwegs nach Elsfleth ins Oldenburger Land. Also ich sitze ja jetzt heute, zweiter Tag hinterm Steuer von diesem schönen Scania. Ja, also man hat schon ein bisschen Respekt vor so einem Auto, gerade wenn es so nagelneu ist. Hoffentlich fahre ich nicht gleich eine Schramme droh. Aber ich muss sagen, das gefällt mir immer mehr. Es klippert und scheppert nichts, er läuft total ruhig. Man sagt ja, neue Besen kehren gut und so ist es auch mit den LKWs. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ja, wie mache ich mich dann? Ja, kannst du jetzt nicht viel verkehrt machen, oder? No, auf der Autobahn kann man nicht viel verkehrt machen. Die Stimmung im Trucker-Cockpit ist gut, die Straßen sind frei. Hier läuft's. Ach, guck mal, was ein geiler Ami-Truck hier. Boah, guck mal hier. Geil. So was würde ich mal gern fahren, gell? Ja, ich auf alle Fälle. Tja, das waren noch LKWs. Du, was denkst du, was das für ein Lenkgefühl ist, wenn du da vorne raus was hast? Und das ist ein ganz anderes Fahrgefühl, wenn du da um die Kurve fährst. Mit so fetten Alurohren daneben, weißt du? So was finde ich geil. Das sind noch LKWs. Das kannst du mit den heutigen LKWs ja gar nicht mehr vergleichen. Amerikanisches Freiheitsgefühl gibt es auch mitten in Deutschland. Jetzt sind wir in Ostfriesland. Alles grad. Schöne, saftige Wiese. Das siehst du heute schon, wer am Sonntag zu Besuch kommt. Ja. Ah, da steht sie schon. Elsfleth. Elsfleth. Da müssen wir runter. Runterschalten. Mittlerweile ist es fast 2:30. Laut Internet ist die Abladestelle schon seit einer halben Stunde zu. Oh, guck mal, das Täubchen ist hier flackert. Ei, ist das einmal eine Kurve. Ist das einmal eine Kurve? Nun drückt die Ungewissheit doch auf die bisher ungetrübte Stimmung der zwei Trucker-Turteltäubchen. Was sagt dein Navi? 20 Kilometer noch. Guter Gott, was sind denn das für Straßen da? Guck mal, wie eng. Guck mal, es kommt mal noch so ein großer entgegen, so ein Scania. Ein DAF, der ein Scania ist? Ein DAF. Mal, dass immer die Straße langt nicht. Da kräuselt sich hier mal hoch. Guck mal, das sieht toll aus, ne, mit den Bäumen. Hier ist Moin Moin, ne? Moin Moin, ja. Morgens nur Moin oder Moin Moin oder abends Moin und Moin Moin? Was jetzt? Moin Moin. So geht es. Moin Moin. Wenn an der Uhr schon nicht zu drehen ist, lässt sich wenigstens die Aussicht genießen. Bettina ist ganz hin und weg. Ach, guck mal, die Häuser mit den redgedeckten Tischen, das sieht so geil aus. Die Ostfriesenhäuschen. Ja, der verklinkerte Heiser sieht man bei uns hier in der Gegend nicht so oft. Du hast ja ewig Ruhe, da brauchst du nichts mehr machen. Naja, wenn wir heute nicht mehr abladen können und noch Zeit haben, könnten wir eigentlich ein paar Bauernhöfe abklappern. Vielleicht können wir ein paar Viecher kaufen. Ja.
Oh, liebe Leute. Früher waren hier überall die Weide voll mit einem Haufen Vieh. Aber das siehst du Kaffee auf das der Weide. Das siehst du auch fast nichts mehr. No. Die großen Betriebe tun die Tiere halt nicht mehr auf die Weide. Aber es ist schade, nicht bei so einer Grünfläche. Ja, weil die kleine Landwirtschaft verschwindet, auch hier oben. Auch hier oben verschwindet alles, ja. Im heimischen Odenwald ist es zwar auch schön, aber um einiges bergiger. Und was denkst du, wie du da Fahrrad fahren kannst? Bei uns kannst du gar Fahrrad fahren. Da brauchst du einen Hilfsmotor. Du buckelst auf, du buckelst runter. Aber da ist alles schön ewig gemalt. Das hat mir auch gefallen. Heisel da oben und hinten drin ein Stall mit ein paar Kühe. Und auch ein Ochs dabei. Und auch ein Ochs dabei, ja. Ein zweibornischer oder ein vierbornischer. Geil, hä? Schön. Schöne Gegend da oben im Ostfriesland. Eigentlich liegt Elsfleth ja gar nicht in Ostfriesland. Da hinten wird die Firma sein, denke ich mal. Wo? Das ist direkt im Deich, am Hafen. Da stinkt es bestimmt nach Fisch. Uiuiui. Bitte in 300 Metern rechts abbiegen auf Santidehafen Richtung Gewerbegebiet Süd. Da jetzt neu? Ja. Abladen oder nicht abladen, das ist jetzt die Frage. Also ich denke jetzt mal nicht, dass wir abladen können. Es ist 14.54 Uhr. Das ist die Verpackungsfirma. Ich lach mich tot. Dann ist niemand mehr da. Also. Sie haben ihr Ziel erreicht. Kann das Trucker-Duo nicht abladen, wirft sie das um einen halben Tag zurück.